Noctis, wegen der Hobbit. Wie sieht's da bei dir? Moment, lass mich kurz gucken. Entweder am Samstagmittag oder am Sonntag den ganzen Tag. Da habe ich den ganzen Tag Zeit. Da bin ich flexibel, was Zeiten angeht. Ah, ich habe mich gerade gewundert, wieso es nicht loslegt. Eieiei. Lieber toller, großartiger Flo, wo ist Noctis? Was hast du mit ihm gemacht? Willst du Geld haben? Kriegst du keins. Bist mir jetzt schon sympathischer, Noctis 2. Ah, la Enemy. Ja, so muss das. Nein, nicht du. Ich denke, dass sich jemand entführt hat. Oder dass Petra an deinem Account ist. Außerdem sehe ich dich gerade oder höre ich dich gerade mit so einer richtig creepy Stimme. Wieso denkst du, dass ich Geld will, lieber Flo? David und Goliath sitzen auf dem Baum, schlagen sich die Schädel ein, man glaubt es kaum. Einsatzziel Cäsar verloren. Das ist der Noctis, den ich kenne und hasse. Von hinten, nee. Ich hasse diese Typen. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Emil hat Mundfang. Da, 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 da. Ja, immerhin, da war noch einer gewesen. Ich wurde gerecht.
erobert. Dankeschön. Deckung. Alter. Du, ich war noch nie so der Partyknaller gewesen, Priest. Deswegen. Das war meine Granate. Einmal wiederbeleben, bitte. Danke. Ich meine wiederbeleben und dann ausweichen. Ah, Schritt! Die kam aus dem Gang. Das ist ein spannendes Gefecht. Wir sind minimal in Führung. Ah, ah. Na schade, ich wollte die jetzt da oben reinwerfen. Scheiße, ich wollte da rechts jetzt runter. Und wenn da einer kommt, ihn erschießen. Grüß zurück. Ja! Merde! Nein! Merde! Wir haben
Was war denn das gerade? Hi Yoda! Dankeschön! Wir haben Einsatzziel David. Dankeschön. Oh, vom Salz merke ich jetzt gerade gar nichts. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Ich komme da nicht mehr durch. Moin Thomas. Na, wie bei Elden Ring? Shit, ich habe ihn rechts gesehen, aber ich wollte den anderen erst erledigen. Kann mich einer wiederbeleben? Nein. Ah! Hat auch kein Medic ausgerüstet. Ach, ich auch nicht. Jetzt ihr Schweine, ihr. Warum? Ich hab den Voice nicht offen gehabt. Ich hab dich gesehen, dass da Leute drin sind. Du hast da oben Voice, da musst du ja, ja, natürlich, ich hatte nur nicht dran gedacht, dass da einer reinkommt. Ich hab doch gerade eben geklärt, Moment, ich komme an den Voice. Ah ja, ich sehe es gerade. Sorry, ich war gerade damit beschäftigt, nicht zu sterben. So. Aber es war eine gute Leistung, das möchte ich jetzt mal hören. Es war jetzt nicht schlecht. Ja, es war nett. Danke. Nett ist in Ordnung. Kannst du dich noch erinnern, wo Lycos diese netten Pizza-Bestellungen bekommen hat? Ja. Du auch? Das hatte ich gerade eben auch. Nein. Doch. Ich hatte gerade zwei, hatte ich gerade hier vor der Tür stehen. Oder drei insgesamt. Ne, obwohl der eine Wurf von uns noch. Also doch zwei. Da irgendwelche Penner ins Stream gekommen sind und dann, so eine Scheiße gezogen haben. Ja, wo haben die gewusst, wo deine Adresse ist? Leute, weißt du, dass beim Fanshop würde ich an Impossum angeben. Ach so, ja, stimmt. Wir verlieren Einsatzziel Albert. Ist gut, dass ich nicht meine Adresse angegeben habe. Ja, du hast ja das Glück, dass du eine andere Adresse angeben kannst. Ich kann das nie. Aber man muss dazu sagen, die wohnen noch zwei Leute mit meinem selben Namen, also. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Zwei? Ja, mit mir sind es drei. Die halbe Ortschaft bei mir hat meinen Nachnamen. Oh Gott.
Und die Nachbarortschaft auch? Ja gut, das ist ja auch alles verwandt worden. Ja. Wir sind, ne, so, wir sind nicht im Saarland. Ich hab mir gedacht, nee, nee. Ja, war gerade echt ein tolles Erlebnis. Das glaub ich dir. Ich hab gedacht, Okay. Ja! Das hat man auch nicht alle Tage. Weißt du, was das Geile ist? Ich hab dann bei der zweiten gesagt, ja, hier, nimmt die Nummer, zeigt den an, ne, dann sagt die mir so ganz trocken, ja, die Nummer ist nicht vergeben. Auch geil. Wie haben die das so dann gemacht? Ach, dann haben die die Nummer nicht nachgeprüft, ey. Oh. Ja. Das ist eine Schweinerei, sowas. Aber welche, wer macht denn das schon? Das ist mir ernsthaft. Was meinst du? Die Nummer nachprüfen. Bei mir machen die es. Echt? Ja. Also oh. Dann sind sie schlauer als bei mir. Also sauber. Bestimmt nicht jeder, aber so mein Standard Schützerlieferant, der macht das. Sauber. Ich habe einen Standard. Das geht wieder los. Also ich habe so einen. Bei mir klingt jetzt wieder, ich komme gleich wieder. Ernsthaft? Ihr sagt das aber, sollen die anzeigen? Na, ruf doch die Nummer an, verdammt. Ey, die bleiben auf den Kosten sitzen, das ist ein Schaden für die Pizza. Also, das ist, tut mir leid, das ist strohdumm. Ach, Joda, eben hatte ich was Lustiges. Ich habe versehentlich eine Granate gezündet, wusste nicht wohin, habe sie einfach blind geworfen, habe damit den Kill erreicht. Ah, das passiert doch öfter mal. Aber das ist immer eine geile Situation. Das ist auch immer so, wenn ich Battlefield einspiele, mein Vater zuguckt, mache ich das auch immer. Ich werfe die Granaten einfach blindlings rein. Jedes Mal, wenn ich damit dann einen töte, dann, der hat so ein Duselglück. Das habe ich mir bei Call of Duty angewöhnt mit dem Tomahawk. Einfach werfen, das Scheißding bleibt ja auch noch tausendmal abgefüllt. Ah, shit! Ich wollte jetzt die Pistole wechseln und dann noch schnell erledigen, das hat er mich aber noch erwischt. Ich wollte mir jetzt wieder. Ratet mal, wer bei mir jetzt wieder geklingelt hat. Der gleiche? Nee, jetzt wieder einer. Ich dachte, wieder mit ja, Service wieder. Nummer 3 jetzt. Jetzt pingelt der mein Nachbarn, aber mein Nachbarn und mir ist eigentlich auf Arbeit, das kann die jetzt klingeln. Oh Gott. Du bist, ich kann eine Anzeige machen. Ich habe jetzt auch deswegen mein Shop habe ich jetzt auch offline genommen, deswegen. Deswegen. Sie haben Einsatzziel David verloren. Gucken, ob der jetzt noch findet. Das ist echt eine Schweinerei, sowas. Das ist, ja. Die größte Schweinerei der Welt. Weißt du, es war so ganz, ganz harmlos. Oh Gott sei Dank. Der angefangen hat es ja mit diesem einen Typen da, ne? Ja. Wie ist der noch gleich? Ich bin offen rechtsradikal oder sowas. Ja, was? Ja. Der wäre denn sofort, ich hoffe, du hast ihn direkt gesperrt. Ja, ja. Glaube ich, den gleich gesperrt. Da dachte ich mir, das habe ich gerade verlesen oder was? Oh, jetzt macht der unten Sturm hier bei meinem Machtdruck nach oben. Oh Gott. Hörst du das? Gott. Ja, klar, hör ich das. Die Klingen sind hier richtig penetrant. Ich höre das. Ah, mit dem Kopf durch die Wand, geil. Nachbar wird sich auch freuen. Also, Nachbar unter mir wird dann. Jo. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wie findest du die Map, Flo? Ich find sie geil. Ich auch, ist eine meiner Lieblingsmaps. Bist
so schön enge Gänge. Ja, da bin ich, auch besser als in so offenen Landschaften, deswegen. Ach, es ist doch offene Landschaft mit engen Gängen. Okay, jetzt macht nicht viel Sinn, aber. Es gibt halt auch in offenen Landschaften so gewisse Sachen, wo sich die Gegner sammeln. Ja, also so ein Tunnelkampf finde ich sowieso immer cool. Oh ja. Das ist super geil. Okay, jetzt hat auch gegeben. Hast du mal Sonnen gespielt? Ich spiele das nicht so oft, dass ich die Karten zuordnen kann. Das ist. Da hast du quasi keine Tunnel, sondern spielst du die ganze Map in Gräben. Oh, das ist super geil. Mhm. Kannst eigentlich die wirklichen. Eigentlich mehr Tunnel gibt nur für den Stadtmap sonst noch. Amiens oder Nibelnächte. Nee, nicht Nibelnächte. Sieben Nächte. Bist du Tau? Yoda allein. Sieben Nächte. Nachtmaps hast du schon mal gespielt, oder? Was nochmal? Nachtmaps. Es ist gerade ein Alert ausgelöst worden, ich hab's nicht verstanden. Da mal Nachtmaps gespielt. Nachtmaps, ja, hab ich schon. Nee, das Nacht, Mann. Ach, Nacht, ich hab verstanden, Nacht. Sowohl als auch, ja. Ja, oh, Mann, Mann. Nice. Also vor allem das Nackt, Ja. Ja. Tagsüber nackt kann jeder. Ja, ja. Nachts nackt kann auch jeder. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Hat da gerade einer was von der Frikadelle gesagt? Nee. Das sind Franzosen, ich verstehe die nicht so ganz, was die wollen. Ich glaube, da wollte einer was von der Frikadelle. Nackte Nacht! Ey, das ist mein Superheldenname. Ey, nackte Nacht. Tat dämlich. Wir haben Einsatzziel. Ey, besser als der nackte Rächer. Der nackte Rächer, ja, das ist geil. Ich spüre mein Fist in der Gerechtigkeit. Okay. Oh, da habe ich neulich ein Buch gesehen. Ja. Rising of the Vibrato Hero. Okay. Oh, das war gut getan. Das war gut getan. Übrigens, an der Tür, wo du gerade vorbeigelaufen bist, gab es jahrelang ein Secret, wo die Spieler ziemlich lange gebraucht haben, das zu öffnen. Dann in der Tür haben sie ein Wasserrinnsal gefunden, das das Release-Datum von Battlefield 5 morsekodiert hatte. Nein. Doch. Die, mit dem Battlefield Easter Eggs sind die sowieso ziemlich geil. Oh ja. Vor allem musst du auf dieser Map 14 Schalter finden und die der richtigen Reihenfolge drücken, damit die Tür aufgeht. So. Und dann musst du das kleine Wasserrinnsal auch erstmal erkennen. Wahnsinn. Also eine Karte mache ich noch. Das reicht nämlich, weil ich merke, dass der Hund langsam unruhig wird. Das passt noch. Alter, Argon ist besser als Wasser. Warum stimmen die dafür? Oh, tritt besser Druck, nicht schlecht. Du, es sind eigentlich die Runden gerade, sind allgemein, finde ich gut. Guck mal, Kills und Verlustrate 1,94. Ja, also 35 Kills. Da bin ich zurzeit schlechter. Du spielst an der Xbox. Ja. Das ist ziemlich gut. Ja, also beim letzten Mal habe ich ja ohne Ende abgeschossen. Da muss ich sagen, ist das eigentlich ganz okay. Ja, ich scheiß gerade auch ab im Battlefield. Ich habe einfach kein Aim mehr mit dem Controller.